Wir befinden uns hier im Kunstmuseum der Stadt Stuttgart. Als weithin sichtbares Aushängeschild fungiert der Glaskubus. Das ist der zündende Gedanke des Gewinnerentwurfs von Hascher und Jähle Architektur. Nur oben als Aushängeschild und Markenzeichen einen gläsernen Kubus anzuordnen, der zu 95% von außen aus Glas besteht. Der wesentliche Teil des Kunstmuseums befindet sich unterirdisch. Wie man da hinten sieht, fahren die Autos in den Tunnel und dann hier unterhalb komplett unterirdisch an den Räumen des Museums vorbei. Das heißt, die Isolierung des Bauwerks gegen den Lärm und die Erschütterungen aus dem Auto- und Lastwagenverkehr waren ein wichtiger Bestandteil der Planung. Die Glasscheiben, die Sie hier sehen, sind bis zu 6 Meter groß und über 2 Meter breit. Das geht bereits an die Grenzen der Produktionsfähigkeiten der Glasindustrie und erfordert ganz besonders viel Augenmerk bei der Planung und bei der Herstellung. Wir haben hier sogar eine Glasecke. Diese Glasecke ist so, dass die beiden Scheiben ausschließlich mit einer Silikonfuge miteinander verklebt sind. Das heißt, dass die Transparenz und der Lichtdurchflutungsgedanke, der den ganzen Kubus auszeichnet, der ist in allen Details hier komplett maximiert und optimiert worden. Der Glaskubus hat eine transparente Hülle und eine in sich introvertierte, steinerne, zurückgesetzte Innenfassade, kann man sagen. Der Stein ist Muschelkalk aus der Gegend hier. Es sind also lokale Baumaterialien sozusagen verwendet worden. Und die komplette Steinbekleidung schirmt die inneren Ausstellungsräume ab, die ja von der Belichtung her aufgrund der Empfindlichkeit mancher Kunstwerke genau definiert werden müssen. Innen gibt es technisch sehr ausgeklügelte Lichtdecken, die Licht in dem Farbspektrum des Tageslichtes emittieren, ohne dass die Beleuchtungsstärke zu stark ist, wie es zum Beispiel hier draußen in den sehr transparenten Umgängen der Fall wäre. Die Treppe, auf der ich hier sitze, ist ausschließlich an der Hauptstahlbetonwand des Kubuses hier gelagert. Das heißt, die komplette Wange, die hier außen herumläuft, ist frei schwebend und macht diesen ganz besonderen Eindruck der großzügigen Treppenanlage aus. Diese Wand hier trägt einen Großteil der Last der Obergeschosse des Kubuses. Man kann also sagen, der Kubus ist tatsächlich auf relativ wenigen Bauteilen in den Tunneln darunter gegründet. Wir befinden uns hier im Dachgeschoss des Kubuses und es ist komplett konzipiert unter dem Gesichtspunkt der lichtdurchfluteten Glasarchitektur. Wir haben also nicht nur die Fassade mit den Glasschwertern, sondern wir haben insbesondere auch ein komplett transparentes Glasdach. Dieses Glasdach hat Scheiben, die nur auf 4 Punktlagern aufgelagert sind. Der Energieeintrag durch die Sonne ist dadurch reduziert worden, dass die Scheiben eine Rasterbedruckung haben. Das heißt, auf die Scheiben sind außen kleine Punkte aufgedruckt, die Sonnenenergie abmindern. Dann haben wir hier den Stahlträgerrost, der das ganze Dach lagert und auf dem dann auch sehr große Öffnungsflügel aufgelagert sind im Dach. Diese Öffnungsflügel dienen der natürlichen Lüftung dieses Raumes, damit nicht durch den ansonsten eintretenden Treibhauseffekt hier eine Überhitzung stattfindet. Die Zuluft, die durch diese Öffnungsflügel abströmt, kommt von ganz unten. Das heißt, in Höhe des ersten Obergeschosses gibt es öffnbare Klappen. Dort strömt die Luft von unten ein, erwärmt sich langsam und unter Ausnutzung des sogenannten Kamineffektes strömt sie dann durch diese großen Öffnungsklappen wieder ab. Das heißt, damit ist eine weitgehend natürliche Klimatisierung gewährleistet. Also die Planung für ein Museum ist immer etwas ganz Besonderes. Es ist dann möglich, besonders innovative Gestaltungsideen umzusetzen, einfach etwas architektonisch Besonderes zu schaffen und vor allen Dingen auch die Stände der Planungstechnik voranzutreiben.